Hallo meine Lieben, ich zeige euch in diesem Video einen tollen, interessanten Tipp, wie man Abflüsse befreit in Minuten mit Naturmitteln. Ich habe hier Kaisernatron in eine Schüssel gegeben. Braucht man einen kleinen Eimer oder eine Schüssel, die mindestens 2-3 Liter groß ist. Ich habe hier 3 Esslöffel Kaisernatron, circa 1-2 Löffel Spülmittel, 1 Esslöffel Zahnpasta und Zitronensäure, auch wieder 3-4 Esslöffel. Und danach 1 Liter heißes Wasser dazugeben. Alles zusammen richtig umrühren und ihr werdet begeistert sein. Die Abflüsse werden in Minuten befreit. Ihr könnt die Abflüsse in die Küche, im Bad, überall, sogar in die Toilette, kann man den Kalk entkalken mit dieser natürlichen Mischung. Einfach 10, 20 oder 30 Minuten einwirken lassen. Und dann einfach mit heißes Wasser abspülen. Da soll man diese Prozedur machen einmal im Monat oder so oft, wie man benötigt hat. Schaut euch an, die Reaktion von Kaisernatron und Zitronensäure. Sieht man hier diese große Schaum, diesen super starken Mittel, um Abflüsse zu befreien von Kalk, von Fett, von Schmutz. Probiert es unbedingt, diese Tipps mal aus. Es wird euch helfen, die Abflüsse auf natürliche Weise zu befreien. Verstopfte Abflüsse, egal ob in die Küche oder Bad, werden damit befreit. Jetzt mit warmes Wasser einfach spülen und fertig sind die Abflüsse wirklich in Minuten befreit. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal.